Der Dark Prince Tank, ich hab's euch gesagt, das ist Wahnsinn. Manchmal klappt's wirklich, ohne dass man's denkt. Hey Leute, innerhalb von 5 Wochen oder auch 37 Tagen haben wir es geschafft, von 0 auf 3800 Pokale und damit Arena 12 zu pushen auf unserem Free-to-Play-Account. Im heutigen Video werden wir uns deshalb auch das neue Deck anschauen, mit dem ich auf jeden Fall da hochgepusht habe, und ich werde es euch natürlich versuchen, auch möglichst gut beizubringen. Das Deck an sich ist ein relativ defensives Schweinereiter-Freeze-Deck. Taktik offensiv ist relativ klar, eben über den Schweinereiter. Und die Taktik defensiv eigentlich auch relativ eindeutig. Defensiv geht ja eigentlich über den Eismagier vor allem, defensive Eismagier oder eben Inferno-Drache oder Skeleton Army, die eben gegenseitig so ein bisschen auch den Sepp rausbaiten. Wichtig ist auch noch die Rolle von dem Freeze bei dem Deck. Den Freeze würde ich nicht so oft einsetzen, auf jeden Fall erst ganz am Ende normalerweise erst ein bis zwei Mal offensiv einsetzen. Also eben zusammen mit dem Schweinereiter beim entscheidenden Push. Und ansonsten eben wirklich nur im absoluten Notfall auch defensiv einsetzen. Normalerweise nur ganz am Ende mal ein, zwei Mal defensiv einsetzen, ansonsten eigentlich gar nicht. Und ich würde sagen, wir springen einfach in das erste Replay rein, wie ich es in Arena 12 geschafft habe. So, ich springe rein in den ersten entscheidenden Fight. War auf jeden Fall extrem spannend. Gegner hier mit Riese, Inferno-Drache und Mega-Ritter. Also zwar ein ziemlich verrücktes Deck. Wir spielen, wie gesagt, unser Inferno-Drache-Schweinereiter-Deck. Und ihr seht, wir sind Level 8. Damit gehören wir jetzt auch wieder zu den besten, ich glaube, 1000 Level 8 in aller Zeiten. Und wir sind ja noch ganz frisch Level 8. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie hoch wir damit noch mit Level 8 kommen werden. So, Gegner spielt hier einen Riesen. Ich weiß, ich muss erstmal defensiv bleiben. Da war leider mit dem Ritter ein bisschen unglücklich auf die falsche Seite gesetzt, weil eben Zufall in dem Moment. Ging jetzt eben nicht anders. Und ich dachte mir einfach, da sollte ich jetzt schon Value rausholen aus Ritter und Schweinereiter. Bringe deswegen hier noch den größeren Push rein. Und gleichzeitig weiß ich eben, der Inferno-Drache wird sich höchstwahrscheinlich eben um den Riesen kümmern. Genauso ist es auch. Ich seppe, glaube ich, sogar noch meinen Inferno-Drachen. Und damit haben wir verdammt viel Value rausgeholt. Er hat mit seinem Riesen gar nichts erreicht, während wir mit dem Schweinereiter gleichzeitig eben auf der anderen Seite verdammt viel Schaden gemacht haben. Er bringt hier die Minions, die können wir im Grunde genommen ignorieren. Und jetzt müssen wir eben einfach darauf achten, dass wir irgendwie den Mega-Ritter hier down kriegen. Ich entscheide mich hier für den Dark Prince, ich glaube wegen seinem Schild, dass der Inferno-Drachen da nicht so ganz nervt. Jetzt schalten wir seinen Inferno-Drachen aus, bringen hier noch den Ritter rein. Der geht jetzt zuerst auf den Dark Goblin, geht eigentlich klar. Und der Inferno-Drache überlebt das Ganze sogar. Und damit haben die erste Defensive ziemlich gut überstanden. Und man sieht eben auch relativ gut, wie stark defensiv dieses Deck auf jeden Fall sein kann. Eben vor allem mit dem Tank, mit dem Ritter, mit dem Tank, dann Eismagier zum Slowen für Flächenschaden und dann eben noch den Inferno-Drachen und im Notfall eben auch zum Beispiel eine Skelettarmee. Er bringt hier eine Pumpe, dann gehe ich eben direkt rein, logischerweise. Er hat jetzt, ich glaube, etwas mehr Elixier als ich ausgegeben zu dem Zeitpunkt. Jetzt muss ich eben noch schauen, wie ich den verteidige hier, den Elektromagier. Entscheide mich jetzt hier für den Eismagier. Ich entscheide mich lieber für den Eismagier als für die Skelettarmee, weil die Skelettarmee kann im Notfall eben doch noch öfters den Sepp rausbaiten. Und deswegen würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr eine defensive Auswahl habt, auf jeden Fall eher den Eismagier auswählen, weil das eigentlich die Einheit ist, die ihr am ehesten eben zurück im Cycle wieder bekommt, würde ich sagen. Wir gehen den Dark Prince nach hinten, geht relativ in Ordnung. Dark Prince kann runchargen und ich weiß eben vor allem, er hat gerade eben den Elektromagier gesetzt. Sprich, wir können im Grunde genommen jetzt einen relativ aggressiven Inferno-Drachen setzen. Setzen wir auch, geht an den Riesen ran. Jetzt bringt er hier die Minions, das ist relativ kritisch. Da werde ich jetzt, glaube ich, auch zappen, genau. Und jetzt eben ganz wichtig, wie angesprochen, der Freeze kommt, weil es eben Notfall war, weil er sonst der Inferno-Dragon gestorben wäre. Kommt jetzt hier defensiv, friert, glaube ich, 4 oder 5 Einheiten ein. Hat sich auf jeden Fall relativ gelohnt und dadurch haben wir eine ganz entspannte Verteidigung. Er kommt jetzt mit der nächsten Pumpe, das ist eine relative Fehlentscheidung, weil wir jetzt einen noch größeren Counterpush haben. Jetzt gehen wir noch härter rein, zappen nochmal die beiden Pumpen weg und im Grunde genommen wusste ich schon, auch wenn er jetzt verteidigen würde, der Counterpush ist schon zu groß. Jetzt kommt der erste offensive Freeze, weil wir eben einige Supporteinheiten haben und im Grunde genommen haben wir damit eigentlich mit einem einzigen großen Push den ganzen Gegner ausgespielt und haben damit ganz entspannt ein 3:0 geholt, eben weil der Gegner auch relativ schlecht gespielt hat, war ein bisschen lucky vielleicht auch. Und damit springen wir in ein weiteres Replay rein. Diesmal war es nochmal um einiges schwieriger. Ihr werdet es gleich sehen, es waren wirklich schwere Level auf jeden Fall. Gegner spielt so ein bisschen aus so ein billiges Bridge-Spam-Deck mit Poison auf jeden Fall. Wir sehen direkt, er spielt direkt in der ersten Aktion Level 10 Mini-Packer. Da habe ich mir dann auch meinen Teil gedacht. Und Level 10 Ramborg. Ich wusste jetzt gar nicht genau, was ich machen soll. Hat leider auch keine Skelettarmee im Cycle. Jetzt bringe ich hier Eismagier und eigentlich auch direkt Eismagier in Ritter. Trotzdem connectet das Ganze hier. Und wir kriegen fast schon in der ersten Aktion den ganzen Turm hier down. Jetzt muss ich hier ewig warten, weil sonst der Poison die Skeleton Army getötet hatte. Er hätte. Und deswegen geht es noch völlig klar, es ist die Skeleton Army wenigstens noch am Leben. Und trotzdem ist es natürlich jetzt nicht optimal. Auch die Fire Spirits treffen hier fast alle Skelette. Und wir kriegen zumindest, ich glaube, zumindest mal zwei Hits. Nee, nur einen Hit in der ersten Aktion auch raus. Ist ein ziemlich bitterer Start. Ich bringe hier den Inferno-Drachen, geht eigentlich völlig klar. Soweit, Angst, der Schaden ist eben schon enorm. Jetzt weiß ich zumindest, was er in der Offensive hat. Ich weiß eben, dass ich jetzt besonders eben darauf achten muss, dass ich eben die Skelettarmee nicht in den Poison-Spell reinsetze, beziehungsweise eben schaue, dass ich vielleicht die Skelettarmee
so ein bisschen in die Mitte setzt, dass sie eben außerhalb des Poison Spells steht. Er bringt wieder einen offensiven Poison Spell, das werdet ihr sehen, das wird er noch öfters machen, das ist irgendwie so eine Standardaktion scheinbar. Ist auf jeden Fall interessant, was er da macht. Und trotzdem, das ist so lächerlich, Nachthexe Level 3, der Turm ist eben nur Level 8 von mir und dadurch kriegt die Nachthexe einfach ganz entspannt den Turm und die Fledermäuse können nicht mehr geone-shottet werden von unserem King Tower. Ist auch ein bisschen seltsam. Jetzt weiß ich, ich muss irgendwie Druck machen. Wir liegen total hinten, ich spam jetzt hier einfach rein. Ich dachte, er hat wahrscheinlich keinen kleineren Spell drin. Ich zappe die Fire Spirit weg und ihr werdet sehen, das war verdammt entscheidend. Jetzt ist ja der Dark Prince am Turm. Er tankt leider nicht für die Skelette an der Stelle. Und trotzdem, wir kriegen diese Aktion jetzt schon mal über, ich glaube, 1500 Damage raus oder so. Ist eine relativ ungewöhnliche Aktion, würde ich euch eigentlich nicht empfehlen. Aber in dem Fall geht es eben relativ klar, weil der Gegner eben wirklich nicht wusste, wie er darauf antworten soll. Er kann höchstens Poison draufwerfen. Er hat eben weder Sepp noch Kampfholz drin, habe ich gehofft. War auch so. Und mit dem Fire Spirit ging es eigentlich einigermaßen in Ordnung. Jetzt muss ich irgendwie noch den Turm holen. Genau das versuche ich jetzt hier auch. Deswegen bringe ich hier aggressiv Schweinereiter plus Ritter rein. Und ich wusste eben, ich muss wirklich extremst dringend den Turm kriegen. Deswegen friere ich jetzt auch hier den Turm ein. Schweinereiter ist am Turm, dann ist trotzdem die Fire Spirits können das Ganze noch aufhalten. Eismagier defensiv wieder eingesetzt. Wie gesagt, Eismagier ist die wichtigste defensive Karte im Grunde genommen. Er hat wieder den Prediction Poison gelandet. Ich wollte eigentlich die Skeleton Army eigentlich ein bisschen außerhalb des Poison Spells spielen. Hat aber nicht so ganz hingehauen. Jetzt spielen wir den Dark Prince gegen den Mini-Packer und ich wusste, ich muss jetzt irgendwie den Turm kriegen. Sprich, nochmal hier einen Ritter rein. Ne, kein Ritter rein, genau, nur einen Schweinereiter. Ich wollte jetzt unbedingt irgendwie den Turm kriegen mit Schweinereiter Freeze. Ich wusste, ich muss hier freezen, deswegen freeze ich hier auch ein. Geht noch in Ordnung, Turm ist schon mal down. Und jetzt muss ich eben im Grunde genommen noch schauen, wie ich das Ganze jetzt irgendwie verteidigt bekomme. Ich meine, der Counterpush ist auf jeden Fall schon enorm. Er setzt wieder eine aggressive Meditin ein und wieder seinen offensiven Poison Spell. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt geht es eigentlich einigermaßen klar. Ich meine, den Mini-Packer können wir jetzt hier mit der Skelett-Armee abwehren. Und ich wusste eben auch seine große Schwäche. Er hat nämlich außerdem ein paar Fledermäusen eigentlich nichts gegen Anti-Air. Sprich, Inferno-Drache kann er eigentlich so gut wie gar nicht aufhalten, wenn wir den erstmal gesackt bekommen. Genau deswegen kriege ich auch schon mal den ersten Inferno-Drache und zappe eben komplett die Fledermäuse weg. Und jetzt können wir eben beginnen, die ganzen Einheiten zu stacken. Nämlich diese Rakete war völlig daneben, hat gar nichts getroffen. Und damit haben wir den einen Inferno-Drache noch am Leben. Und ich wusste, wenn wir jetzt eben noch einen zweiten Inferno-Drache aufs Spielfeld bringen und dann eben guten Freeze setzen mit dem Schweinereiter oder so, dann wird es verdammt schwierig für ihn werden. Und genau deswegen bringen wir auch hier den zweiten Inferno-Drachen. Jetzt haben wir zwei Inferno-Drachen am Mini-Packer dran. Er bringt hier einen sehr, sehr komischen Poison-Spell. Und genau jetzt haben wir die Situation, die wir die ganze Zeit wollten. Jetzt haben wir eben zwei Inferno-Drachen. Dazu eben noch den Schweinereiter, genau das habe ich eben gemeint. Seine einzigen Anti-Einheiten weggesappt. Dazu auch noch die Fire Spirit sogar getroffen durch Zufall. Bei den Inferno-Drachen am Turm. Und dadurch gewinnen wir das Ganze gegen den völlig überlevelten Level 12er eigentlich. Ich weiß auch nicht, wie er das hinbekommen hat. Eben, weil er immer wieder so einen komischen Poison-Spell auch gebracht hat. Und ich würde sagen, zum Abschluss des Videos machen wir noch einen Live-Fight. Und auf jeden Fall noch die Kronentruhe holen, wenn alles gut läuft. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass wir ein einigermaßen machbares Matchup bekommen. Und spielen hier gegen Level 11er. Und schauen erstmal, was er so spielt, würde ich sagen. Und sich eben erstmal abwarten, würde ich sagen. Das ist eigentlich die wichtigste Taktik bei dem Deck, dass sie eben nicht aggressiv reingeht, sondern eigentlich eben erstmal abwartet, was der Gegner so spielt. Und genau aus dem Grund bleiben wir jetzt erstmal voll defensiv und bringen hier auch einen Eismagier. Und jetzt können wir natürlich erstmal natürlich logischerweise einen Schweinereiter verteidigen. Er bringt jetzt hier komischerweise einen Poison Spell drauf, finde ich ganz interessant. Finde ich eigentlich ganz gut. Jetzt können wir den Ritter auf jeden Fall noch nutzen, der hat auch ein bisschen Leben. Der Eismagier steht leider weg vom Poison Spell natürlich. Okay, ich spiele einen Hunter, der ist sogar nur Level 4, das geht sogar klar, sollten sogar 2 Hits werden. Ich glaube, es waren 2 Hits, oder? Ich glaube, es waren 2 Hits, wirklich. An der Stelle sogar. Bring mir den Dark Prince drauf. Und bring es hier in den Inferno Dragon. Der war jetzt nicht optimal, ich wollte eigentlich den Dark Prince dafür tanken lassen. Inferno Drache geht auch noch down. Das haben wir hier Dark Prince plus Inferno Drache als Counterpush. Ist gar nicht mal so schlecht, wie man übrigens glaubt. Der Dark Prince tankt, ich hab's euch gesagt, das ist Wahnsinn. Manchmal klappt es wirklich, ohne dass man es denkt. Es ist hier der Inferno Drache am Turm, er kann nichts machen. Und jetzt holt uns hier der Inferno Drache einfach in den Turm. Wahnsinn, okay. Komischer Zug jetzt hier von ihm. Jetzt bringen wir hier schnell noch einen Skeleton Army rein. Ritter kann das Ganze hier distracten. Skeleton Army kann sich drum kümmern. Die kriegen ordentlich Schaden raus. Und trotzdem geht's völlig klar. Wir haben den Turm schon. Und im Grunde genommen müssen wir eben schauen, dass wir zum einen unseren Turm noch so halb verteidigen. Aber wir müssen eher davon ausgehen, dass wir wegen den niedrigen Leveln eben unseren Turm auch verlieren werden. Deswegen müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Ich bringe jetzt den Eismagier hier auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es optimal ist. Ich würde eigentlich auch lieber links spielen, aber er wird es eh nicht reinpushen können, weil er gerade eben schon seinen Schweinereiter raus hat. Oh, lol. Das war jetzt gar nicht gut, okay. Ich glaube, ich werde diese unter Umständen sogar... Nee, ich kann nicht einfrieren. Macht das sehr gut. Ich kann nicht einfrieren. Das wäre richtig dumm jetzt gewesen. Oh, zwei Musketieren sind ganz, ganz mies für uns, kann ich euch nur sagen. Oh, da werden wir noch unsere Probleme unter Umständen kriegen. Das kann ich natürlich nur hoffen, dass er hoffentlich nichts gegen die Skelettarmee machen kann. Oh, das wird ganz schwierig werden. Ich seppe hier schon mal. Es geht klar, es geht klar. Der Eismagier hat zum Glück Flächenschaden gemacht.
Es geht einigermaßen klar. Ich weiß nicht, ob wir den Turm noch verteidigen können. Also wir kriegen auf beiden Lanes auch ein bisschen Schaden. Wir müssen im Grunde genommen jetzt doch schauen, wir werden den Turm von ihm nicht kriegen. Wir werden den Turm von ihm kaum kriegen können. Das wird so schwierig werden jetzt wirklich. Die nächsten drei Musketieren auf jeden Fall. Ich hoffe, er bringt kein Holzprodukt rein, sonst bin ich richtig im Arsch. Dark Prince in den Rücken. Er bringt das Holz viel zu spät, sehr schön. Jetzt kann ich sie ignorieren eigentlich. Zappen wir nochmal. Bringt sie hier einen Eismagier rein. Das sieht sehr gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus für uns. Es hat auch noch 30 Sekunden. Er hat noch 30 Sekunden, wir müssen irgendwie noch den Turm verteidigen. Das wird verdammt schwierig werden. Erstmal abwarten jetzt. Wir haben noch einen defensiven Forstzauber, dürft ihr auch nicht vergessen. Bringt sie hier in den Inferno-Drachen rein. Ich weiß nicht, ob das geschickt war auf die Seite. Skelettarmee split. Ja, das haben wir gewonnen. Das haben wir wirklich gewonnen. Wahnsinn. Das ist zu wenig Zeit für ihn. Jetzt können wir einfrieren theoretisch noch. Können es hier noch einen Prinzen draufbringen. Können es hier noch einen Ritter bringen. Wahnsinn. Schönes Game. Im Grunde genommen eben einen relativ aggressiven Push am Anfang gelandet. Mit den Inferno-Drachen war eben wirklich Glück. Inferno-Drachen als Backup ist in den unteren Arenen wirklich unterschätzt. Also wenn ihr dann zum Beispiel einen Sepp gegen die Fledermaus oder sowas habt oder gegen kleinere Einheiten, dann ist ein Inferno-Drache oft am Turm, kann eben auch den Turm holen. Das dürft ihr echt nicht unterschätzen. Ich meine, wenn es mit meinen Leveln klappt, dann mit euren Leveln erst recht, vermute ich mal. Weil normalerweise ist man ja nicht unterlevelt auf der Trophäenhöhe. Öffne gerade noch die Kronentruhe zum Abschluss. Sperrkobolde, Tesla, Ramburg. Und den Golem freischaltet. Können wir nichts mit anfangen, aber ist egal. Würde ich sagen, zuvor zur heutigen Folge. Ich habe vor, die Season laut noch 12 Tage. Ich will noch auf 4000 Trophäen pushen. Sprich, ich könnte dann nach gerade einmal 7 Wochen schon meine allererste Auswahltruhe öffnen auf jeden Fall. Wäre verdammt interessant. Ich meine, nach 7 Wochen gerade mal schon die erste Auswahltruhe zu öffnen. Hoffentlich schaffe ich, wird es verdammt schwierig werden. Und so viel auf jeden Fall zum heutigen Video. Und ich bin damit raus, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao.